Noch jemand? Oben links ist noch ein Fass auf der Brücke und ich glaube, da lief einer lang. Fass auf der Brücke? Ja, das hatte ich gesehen, aber Typi habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht, aber ich dachte, da kommen Schüsse. Schieß mal drauf. Vielleicht ist der Typi da auch. Ja, ich warte lieber noch. Nicht, dass da hinterher gleich einer hingelaufen kommt, dann hätte ich es gebrauchen können. Wo ist denn hier noch jemand? Also wenn es wirklich nur einer ist, dann würde ich einfach mal dahin rennen und dann machst du den Tod. Ja, ja. Bevor du das noch 3 Stunden lang suchst. Also ich weiß, unsere Taktiken unterscheiden sich ein wenig. Ach nein, 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 alles gut. Doch, doch, ich wäre schon längst hingerannt. Der ist gar nicht so weit weg von dem Fass. Ist der hier oben? Nein, Moment. Okay. Nee, der hat da von dem Fass ausgeschossen. Irgendwo da hinten. Bist du dir sicher? Ich habe da keinen gesehen. Ja, ich habe gesehen, dass die Schüsse von daher kamen. Also ein bisschen weiter rechts steht er, glaube ich, irgendwo hinter so einem Pfeiler. Weißt du was? Komm, ich schieße jetzt auf das Fass. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Los, zünd den Knaller. Irre. Irre, ja. Den muss ich mir auch noch holen, das ist irre. Ja, das ist ja gut, das irre ist gut, ja. Aber ich habe keinen Sterben hören. Dankeschön, Me und Me, dass du mir jetzt auf Twitch folgst. Aber das wird dir leider nicht sehr viel bringen, weil ich werde nicht sehr viel darbieten auf Twitch. Aber trotzdem, Dankeschön. Folg ihm lieber auf YouTube, da hast du mehr von. Genau, folg mir auf YouTube, weil da werde ich regelmäßig streamen. Zum Beispiel am Freitag, am kommenden Freitag. Kann ich mal ein bisschen weiter Werbung machen hier. Ja. Aber du machst da nichts mit verkehrt, wenn du Alex folgst. Also hast du gut gemacht. Nee. Folgst du mir denn auch schon? Was, Me und Me wird dir bestimmt folgen. Sonst, oder? Meinst du, das wäre einfach, wäre doof, sonst nicht, oder? Das wäre ja einfach, sagt er. Wäre ja einfach. ich kann nicht reden. Hier kann ich. Ich dachte, hier hinten wäre so eine schöne Stelle für einen Schatz, aber da kommt man nicht hin. Ja, das hatte ich ja vorhin auch gedacht, aber da ist ja nichts, da leuchtet ja auch nichts. Kennt die Steffi das Spiel eigentlich auch? Also Zahar, Steffi? Ja, sie hat es ja bei mir damals, glaube ich, geguckt. Ah, das wäre doch auch was für sie, oder? Weiß ich nicht, aber. Ja. Für ein Let's Play. Das wäre auch was für Steffi. Steffi ist gerade mit Tomb Raider beschäftigt. Ja. So, genau. Da ist jetzt der Rucksack. Okay. Ja. Und ich glaube, du bist halt vorhin direkt aufs Fenster, oder du an das Seil rangesprungen. Ja. Ich glaube, du musst halt, also dich schon an diesen Sims ranhängen, dann aber rechts rüber zu dem anderen Sims und dann kannst du praktisch dich von der Wand abspringen. Nee. Und dann, nee, will er nicht, okay. Warte mal, wenn ich hier nach links springe? Nee, will er auch nicht? Aber ich denke schon, dass man den Rucksack nehmen soll. Oder kannst du von unten einfach ranspringen? Nee, ne? Ich habe ja hier die feste Kameraperspektive, deswegen. Aber hier kann ich auch nicht nach links springen? Weil der ist. Oder sollte man einfach nur zu dem Seil dann kommen? Aber ich dachte echt, dass der Rucksack relevant wäre. Er bietet mir aber auch nichts an. Nicht so dein Genre? Okay. Ach so. War das jetzt auf Uncharted bezogen, oder? Ja, wegen Geballer und so. Ja, aber das hast du im Tomb Raider doch auch. Ja, bei. Ja, also so den krassen Unterschied sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ja, es gibt Unterschiede, da hast du schon recht. Aber, also jetzt so krasse Unterschiede würde ich da jetzt gar nicht festmachen, ehrlich gesagt. Ah, Moment. Die Gegnerwellen stören sie, genau. Okay, ja, das kann ich gut verstehen. Die hast du in Tomb Raider nicht so. Dann geh einfach noch mal runter mit dem Seil. Ich glaube, das Tor ist ja auf. Du kannst den Bereich jetzt einfach verlassen. Das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis. Ja, okay. Achso, mit dem Seil meinst du? Einfach noch mal runterhängen lassen? Ja, du kannst auch zu Fuß gehen. Es wäre mit dem Seil halt schneller egal. Das ist richtig. Ich will dir jetzt nicht vorschreiben, wie du da hingehen willst. Aber muss ich mich da... Einfach aus dem Fenster stürzen. Hat doch eben auch geklappt. Nee, aber... nee. Macht er das gleich ein zweites Mal vielleicht? Anscheinend nicht. Dreieck macht er auch nicht? Nö. Okay, dann... Dann nicht. Dann musst du wohl doch zu Fuß gehen. Ja, dann machen wir das. Okay, dann, wo muss ich jetzt hier... Ganz unten durch, meinst du? Hier ist ein Tor aufgegangen. Ja, das große Tor, wo die ganze Gegnerhorde reingeströmt ist. Das müsste jetzt offen sein. Ja. Da hinten bei dem LKW. Also geradeaus weiter. Hier, ne? Ja, dann lasse ich mich hier mal fallen. Und da verlässt du praktisch schon den Bereich. Ich glaube, wir werden jetzt hier keine weiteren Schätze finden. Ich glaube auch nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo, ehrlich gesagt. Nee. Fand ich jetzt voll fiesbärtig, dass die jetzt das MG benutzt haben und nicht ich. Ja, du hättest das theoretisch auch können, aber ja, du hast sie ja von deinem Kabuff aus getötet. So sieht's aus. Was auch geht.
So. Es dürfte ein neues Kapitel. Vielleicht kommt jetzt auch eine Cutscene, könnte sein. Ich speichere mal wieder manuell zwischendurch. Schadet ja nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das was bringt, weil ich glaube, der speichert auch automatisch. Ja, tut er auch. Es gibt halt auch. Also die Savepoints sind gar nicht mal schlecht bisher. Nö, die sind echt gut gesetzt. Ja, das ist ganz fair. Da hast du absolut recht, Steffi. Zu den klassischen Tomb Raider-Teilen ist es schon ein Unterschied. Das stimmt. Mhm. Definitiv. Definitiv. Ja. Vielen Dank übrigens auch nochmal an den lieben Alex, der, ich habe ja mal so ein paar Tassen und so und Shirts designt, habe ich ja schon mal am Anfang des Let's Plays kurz angerissen. Und der Alex hat. Erzähl du mal, genau, ich laufe hier mal weiter. Ja, ich war einfach so dreist und habe zu Dave gesagt, pass auf, wenn du mir umsonst so ein T-Shirt schickst, dann werde ich das für, wenn ich das ausboxen, ja. Dann werde ich das unboxen und werde das dann praktisch auf meinem Kanal präsentieren und im nächsten Livestream dann tragen und praktisch dann Werbung für dich machen. Dann habe ich gesagt, ja, das macht man. Ausboxen. Und jetzt hab ich halt ein Dave-Shirt. Ich finde das sehr witzig. Das ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau war, dass ich mich hier habe runterfallen lassen, obwohl ich komme. Ja, also man kann, also ich glaube, dass es halt noch hier Schätze irgendwo geben wird. Ja, ich gucke gerade hier in diesem Schacht da vorne, in dem Runden, aber ich sehe da nichts. Weiß nicht, ob man da rein kann? Na. Meinst du nicht? Na. Okay. Und jetzt alle hinterher in den YouTube-Kommentaren so, da wäre doch ein Schatz drin gewesen. Alex, wie kannst du nur? ich sehe schon kommen. Oh, das wird auch wieder lustig hier, glaube ich. Kleine Sprungpassage oder muss ich einfach unten rumlaufen? Eine Bogenpassage. Ja, ich glaube, ich muss einfach unten rum. Das ist, glaube ich, das Löselsrätsel. Ja. Und da kommen noch öfter so MG-Stationen, glaube ich. Musst du ein bisschen. Aber hier ist irgendwo definitiv ein Schatz oben in so einer kleinen Nische. Da musst du aufpassen. Ja. Wenn du jetzt zu weit gehst, kommt, glaube ich, eine Katze, dann kommt. Du kannst hier irgendwo hochkommen. Hier. Da kannst du lang. Hier gibt's. Aber da musst du von oben irgendwie hin. Du kannst nämlich da links irgendwie rüber und da ist eine Tür auf dieser Brücke. So, hier kann ich drauf. Hier kann ich hoch. Da war irgendwo was. Ja, das meinte ich nämlich vorhin. Aha, ja, genau. Aha. Da vorne ist bestimmt irgendwas drin. Ja. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt? Warte, ich kann von hier. Ja, einfach von der Wand abspringen und auf die andere Seite. Genau, nach hier hin. Ja, genau. Und jetzt gehst du da links lang. Ja. Und da ist nämlich so eine kleine Tür und da müsste ein Schatz drin versteckt sein. Guck mal hier, so. Das habe ich noch in Erinnerung gehabt. So, und hier? Jetzt kannst du da bei der Brücke nach rechts gehen. Also ich kann hier hoch, genau. Ja, hoch sollst du, genau. Und dann rechts den Gang entlang und da müsste irgendwie eine Kammer sein. Achso, ist sogar da drin. Aber ich meine, da wäre auch ein Schatz drin. Wenn nicht. Ja, erstmal Typ hier. Das war doch mal ein leichter Headshot. Ja, ne? Bisschen vergoldete Munition, weil ich es mit einer Waffe. Ah, das ist eine gute Waffe, aber ich dachte, die wäre ein Schatz. Ja, M79. So geirrt. Ah, da links leuchtet, glaube ich, was. Also, du kannst den da schon hinten mitnehmen, ja? Ja, da unten leuchtet. Nee. Ah, nimm ihn mit. Nee, das sind Waffen. Oh. Aber nimm trotzdem den Granatwerfer mit, der ist besser. Ich dachte echt, die wäre ein Schatz, verdammt. Ist das der Granatwerfer? Oder ist das eine. Ja, das ist ein Granatwerfer. Ja. Und der ist gerade gut, wenn du da noch so ein paar so Geschütze da kommen. Da kannst du einmal draufballern, dann ist der Typ dahinter auch dumm. Ja. Ha. Aber hier ist, nee, hier kann ich nur meine. Ja, dann musst du runter gehen. Annegret Kramp-Karrenbauer wieder mitnehmen und hier unten. Warte mal, ist hier was? Da, hahaha. Ah, ich hab das doch gewusst. Und auch guck mal, Matrix. Der Goldlöffel wieder. Versuche nicht, ihn zu verbiegen, Dave. Nee, ich trinke lieber Tee. Da trinke ich doch lieber Tee. Ist übrigens eine Ärzte-Song. Als ich gerade getrunken habe, habe ich dran gedacht, das ist schön, dass. Ah, du kennst sie, ja, weil ich weiß, ob du die Älteren alle doch, so doch, kennst, doch, weiß ich halt nicht. Aber ja, du kennst sie. Zwei. Alex, wann holst du ein Shirt raus? Schreibt Lukas. Ja, im nächsten Livestream. Achso, du meinst mein eigenes oder wie? Ja. Also das lohnt sich für mich nicht. Ich habe da nicht so wirklich die große Zuschauermenge, die sich das lohnt, Shop zu erstellen. Ich muss vielleicht nur einmal kurz nochmal sagen. Also normalerweise, ja, gerade auch für die Leute, die heute das erste Mal dabei sind. Normalerweise achte ich häufiger auf den Chat als heute. Aber ich versuche halt heute so ein bisschen mehr auf das Spiel und auch auf Alex natürlich zu achten, weil ich den natürlich auch nicht außen vor lassen möchte. Ich gucke ja schon hin und wieder rein. Genau, ich wollte das nur kurz gesagt haben. Nicht, dass also falls sich jemand irgendwie nicht beachtet fühlt von mir genug, dann tut mir das natürlich echt leid, weil ich versuche da schon mir echt Mühe zu geben normalerweise. Aber bei Gastkommentator-Sessions ist das halt immer, ja, ne? Aber der Alex, der achtet ja gut drauf. Also von daher, ne?
Genau. Worauf ist das 2 jetzt bezogen, mehr und mehr? Dass es hier 2 Schätze gibt? Ich habe mich das auch gerade schon gefragt. 2. Einfach mal so in den Raum geschmissen. 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Ob? Na, Alex, komm. Ob du wirklich richtig stehst, da leuchtet was. Nee, so geht das nicht, Alex. Nein, aber ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angehst. Nein, geht. Ja. Weil eigentlich müsste man sagen, gehst. ich glaube, ich bleib bei der Uschi lieber tatsächlich. Aber es sah tatsächlich so aus, als würde da noch was leuchten. Ich bin doch nicht doof. Neben der Treppe, wo du gerade einen Schatz eingesammelt hast, das sah so aus, als würde da noch was leuchten. Hier unten nochmal. Es sah eben so aus, als würde da noch was leuchten, aber es wäre doof. Das wäre sehr doof. Ist auch nicht. Ne? Aber es sah eben echt so aus, hat sich vielleicht was durch die Treppe gebracht. Da muss ich sogar aufstoßen, so doof wäre das. Unglaublich. Ja gut, also ich lasse jetzt die Annegret Kamm-Karrenbauer hier mal liegen, wenn du meinst, dass der Granatwerfer gut ist. Dann, da hinten leuchtet auf jeden Fall noch was, aber das ist auch eine Waffe. Na, da bin ich mir nicht sicher. Doch, das sieht man an dem, wenn das Leuchten so von rechts nach links oder so ein bisschen schusch, das sind glaube ich Waffen. Okay. Oder? Tut's das nicht? Gerade eben hat's das, glaube ich, so ein bisschen. Da doch, das tut's so leicht. Oder? Bilde ich mir das jetzt ein? Nee, ich glaube, das ist so. Ja, da ist ein Saal. So, ich könnte mich hier. Wenn du verstehst. Könnte ich noch runter? Oh, da. Moment. Ja, du musst jetzt sowieso runter, weil jetzt bist du oben, jetzt glaube ich, nicht mehr weiter. Ja, ich habe da gerade aber noch was. Da hat doch auch gerade was geleuchtet an dem Vorsprung. Jetzt, ich habe wieder Hallos hier. Ich sage ja, man kriegt Hallos. Es ist wirklich schlimm in dem Spiel. Aber ich mag das. Ich auch. Deswegen mag ich ja Uncharted so gerne. Guck mal, so hier hatte ich vorhin. Nee, es war, glaube ich. Oh, der war gar nicht schlecht. Aber bringt das was? Nee, ne? Ich dachte, hier hätte eben was geleuchtet. Aber dann würdest du es jetzt einsammeln können. Das ist richtig. Aber anscheinend ist hier nichts. Kann man später in diesem Spiel noch tauchen lernen? Ja, also in diesem Spiel weiß ich nicht, aber ich glaube, ab Teil 2 oder 3 kann man tauchen. Weil das wäre halt noch, natürlich auch noch richtig cool, wenn man so unter Wasser noch Schätze finden könnte oder so. So. Ach, da. Unter Wasser Schätze, ja, das gibt's glaube ich auch tatsächlich. Und das ist eine Sache, die es im ersten Teil glaube ich nicht so vorkommt, aber ich kann dir schon mal für den zweiten Teil sagen, ja. Weil wenn man das nicht weiß, dann achtet man da glaube ich nicht so drauf. Ab dem zweiten Teil sind Schätze auch an der Decke versteckt, dann musst du die von der Decke schießen. Dann kann was sein, dass es mal über dir irgendwo an der Decke leuchtet und dann musst du die abschießen. Ich glaube, das ist im ersten Teil aber noch nicht der Fall, das kommt erst ab dem zweiten. Und das wusste ich halt auch nicht und habe dann irgendwann so ab dem Drittel habe ich schon gespielt gehabt und dann habe ich auch festgestellt, hä? Da glänzt was an der Decke. Ja, scheiße. Ja, hab ich nicht drauf geachtet. Ich hoffe, ich denke dran, wenn ich zum zweiten Teil komme. Das wird ja ich werde jetzt hier nicht direkt danach den zweiten Teil Let's Playen wahrscheinlich. Ja, wenn dann sagst du mir einfach nochmal Bescheid und dann sage ich dir das dann. Da wirst du bestimmt auch wieder als Gastkommentator dabei sein, wenn du möchtest. Hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. Ja, hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen, sagt er. Das ist ja, ich finde den Ort hier gerade sehr, sehr geil mit diesem Gewölbe und so. Sieht mega aus. Ja. Also auch so ein bisschen. So Lost Place-mäßig, das mag ich ja halt sowieso. Ach, Typis. Okay, so Lost ist der Place nicht. Weil ich nicht dachte, dass hier... Okay, das war der Typi. Durch Explosion getötet. Oh, ich habe irgendwas besser als du anscheinend. Ja, gut, das kann natürlich passieren. Ich habe keine Munition mehr. Was? Dann mach eine Brachial-Kombo, bevor er dich erschießt. Ja. Ich hab gerade verstanden, dass er was Unflätiges zu mir gesagt hat. Der Typ. Das W-Wort? Nee, eher wick dich, du Hustensohn. So nach dem Motto. Okay, das wäre heftig, das Spiel. Das hätte ich jetzt. Also, ich hab mich wahrscheinlich einfach verhört. Na komm. Das hat gebootet, ja. Oh, vielleicht schießt auch was. Okay. Wie die manchmal wegfliegen von so einfachen Schüssen, ne? Hier ist, glaube ich, oben auf diesen Holzwegen, die oben lang führen. Da ist irgendwo ein Schatz drauf, glaube ich. Munition, danke. Oh Mann. Oh Mann, sagt er. Oh, den habe ich, glaube ich, erwischt. Ja, Nate, lieber hier an die Seite. Na? Er lässt mir Zeit, dann versuch ich mal. So, Kopfschuss. So.
muss mich manchmal ein bisschen zügeln. Ich bin, glaube ich, manchmal ein bisschen zu hektisch. Das ist, glaube ich, so. Ja. Immer erst mal auf einen Gegner konzentrieren und dann den nächsten abknallen. Oh, wie fühlt sich das an? Und versuch öfter auf den Kopf zu schießen. Ja. Das geht dann meistens schneller. Das ist richtig. Vor allem geht es in die Statistik mit rein. Hey! Nicht dass es was... Hey! Was hat die Gesetze gebrochen? Ja, so klang das gerade. So, ich glaube, das war's. Sagte er und wurde von einer weiteren Horde belagert. Ich finde das voll geil hier. Ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich gerne. Wenn es das Spiel verdient hat. Es ist auch sehr abwechslungsreich. Immer wieder andere Gebiete und so. Ich mag das. Ja. Cool. Cool, sagt er zu der Shotgun. Ja, soll ich die nehmen? Ja, komm. Ich kann die andere Waffe sowieso anscheinend nicht mehr ausrüsten. Sie ist im Wasser versunken. Dann nehmen wir die doch. Also falls noch Gegner kommen, würde ich auf jeden Fall erstmal die Schrotflinte nehmen, weil da hast du jetzt ja ordentlich Munition für gerade. Erinnert an Zisternen, nur etwas leer. Ja, ich glaube, das ist schon eine Art Zisterne, würde ich jetzt sagen, oder? Könnte sein. So. Nein, Alex? Theoretisch denkbar. So sieht's aus. Ja. Ich habe mir das so angewöhnt. Ja, ich weiß. Das ist so schön. Theoretisch denkbar. Mir wäre das nie aufgefallen, hättest du es nicht im Best-of verwendet. Das, also, ich habe das ja auch nie als was Besonderes erachtet. Nö, ich fand irgendwie, ich weiß nicht, was es ist. Es ist so, glaube ich, so eine Sache, die kann man nicht so ganz hundertprozentig beschreiben. Ich fand einfach die Betonung so schön. So, oh, theoretisch denkbar. Mhm. So. Das ist ungefähr so wie das hat eine Zeitschrift. Emphase hat es. Genau, das ist eine Zeitschrift. Das finde ich bis heute merkwürdig. Weil ich das einfach nicht verstehe, warum ich das so aus der Fassung gebracht habe. Eine Zeitschrift. Das ist doch bescheuert. Also du kannst da irgendwo hoch, du musst auf diesen Balustradenweg da, auf den Holzweg. Du musst auf, auf den Holzweg, ja. Da musst du hin und da findest du eine Schatz. Ja, ich laufe hier gerade nur unten einmal nochmal eben rum. Ach, guck mal, hier gibt's eine AK-47. Ja, aber du hast doch jetzt gerade so viel Schuss. Oh, hier drüben leuchtet da was? Nee, ich dachte nur. Ja, ich nehme die jetzt auch nicht. Ich wollte gerade noch mal gucken, ob ich hier noch irgendwie Munition einsammeln kann von den Typis oder so. Aber die sieht man halt leider nicht, wo sie hingefallen sind in dem Wasser. Tipp, okay. Ja, der sagt jetzt, wo du hin sollst. Ja, da oben liegt auf jeden Fall noch eine Waffe. Ja, vielleicht kommst du von da aus ja an die Holzwege. Da ist noch oder, von, oder von oder wenn du da auf diesen Brocken im Wasser gehst und dann dran springst. Den Brocken im Wasser? Hey. In der Nähe von den Holzwegen oder zwischen den Holzwegen. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Könnte klappen, Alex, könnte klappen. Ja. Ja, doch. Er ist ein bisschen sehr komisch da hochgesprungen, aber es hat geklappt. Achso, nee, ich will nicht. Super. Nein, ich will die Moss. Genau, was ich brauchte. Ist links dann? Ich dachte, hier wäre doch nur ein Schatz. Ist links vielleicht was? Ja, gehen wir mal gucken. Auf dem anderen Holzweg. Da drüben kann man auf jeden Fall in so ein Fenster springen, vielleicht. Ah, ich glaube, das ist ein bisschen weit, aber du kannst es gern versuchen. Aber, ich glaube, das ist zu weit weg, glaube ich. Ich meine, ich glaube, wir sterben jetzt nicht, wenn wir da, sagte er, sprang rüber. Nein, du wirst nicht sterben, aber ich glaube, du wirst es auch nicht schaffen. Da hast du recht. Aber ich kann beruhigt schlafen, ich habe es ausprobiert. Richtig. Das ist auch so ein bisschen die Moral von der Geschichte, liebe Kinder. Ruhig einfach mal Sachen ausprobieren. Müssen jetzt nicht die harten Drogen sein unbedingt, aber... Ne? Auch nicht in Abgründe springen. Das ist richtig. Kann ich hier? So, genau, hier kann ich. Ja, du musst da ja hin, ja. Ah, oh, was ist das denn? Aha. Ach ja, genau, das müsste ich eigentlich auch noch, ne? Aha. Ja, der fehlt. Von Lara aus Tomb Raider 2. Das hat sie auch nur in dem zweiten Teil gemacht und dann haben sie es wieder rausgenommen, wahrscheinlich, weil sie auch. Ja, ich hab das gerade im Ohr, weil ich bei Steffi gerade den Teil 2 gucke als Let's Play. Und dann kommt das immer, wenn sie irgendwas einsammelt. Aha. Mattenbäschen. Oh, was ist das denn hier? Oh, hier können wir Wasser reinfüllen, wahrscheinlich von da oben oder so. Ist irgendwie ein Zufluss. Da links auch noch irgendwas? Kann ich das anschießen vielleicht? Ich glaube, das muss ich da hin. Ja, muss ich hin, ne?
Ist hier unten irgendwo? Ich glaube, du musst hier Wasser reinlassen und dann kannst du da hochschwimmen. Ja, das ergibt Sinn. Ah, aber ich sehe hier kein Schätzchen. Ich glaube, da musst du wohl ins Wasser rein. Ja, ich sehe hier nur leider kein Schätzchen doch. Schade. Marmelade. Oh, genau. Schwimme die schwimmen, schwimmen. Schimme die schimmen, schimmen, der unverzeihliche Fluch. Schimm, schimme die schimmen, schimmen. Ich glaube, das kommt auch irgendwann noch in. Oh, kennst du eigentlich Harry Potter und einen Stein und sowas? Ja, ich finde das aber nicht so neulich lustig, nee? Ehrlich gesagt. Nee. Also ich hab's geguckt einmal komplett, aber ich fand das jetzt nicht so gut. Ja. Das ist ein alter YouTube-Klassiker. Ich weiß, ich kenne das, aber nee. Aber ich muss dir was zeigen, ich glaube, das könnte dir gefallen. Das ist so Harry Potter YouTube-Kacke. Das ist andere. Ja, aber wirklich oder? Gut gemacht. Also, okay. Muss ich dir bei Zeiten mal zeigen. Ja. Oh, oh ja, ist das? Ja. Okay, ich dachte, das wäre auf Zeit. Aber es ist zum Glück nicht. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ist auch bald wieder eine ganze Stunde. Ja, hast du recht. Bald. Fast, ja, ja, noch nicht ganz, aber ein bisschen haben wir noch. Hast keine Lust mehr, oder was? Nein. Bis zum nächsten Checkpoint kommst du bestimmt noch. Auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wann der kommt, aber es kommt bestimmt einer. Ja. Warte mal, rechts kannst du noch an die Klötzchen hoch. Ich glaube, da musst du sogar hoch. Ja. Das sind so zwei, also da an der Wand, ne? Zwei ja, genau. Vorsprünge aus der Wand da. Und da musst du hochklettern. Richtig, die hatte ich vorhin schon gesehen. Ich glaube, da muss ich auch hin. Du musst klettern, klettern, musst du da hochklettern. Wo ist das denn her? Ja, GameTube, aber die Pen and Paper Let's Plays hast du ja nicht geguckt. Die sind aber auch schon legendär. Das war eins der ersten. Da hat Michi so ein, ja, was war er eigentlich? Schweizer? Kobold und Zwerg. Ich klang grad nach Schweizer irgendwie so ein bisschen. Ja, 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 der hat, genau. Das war ein Schweizer Gnome oder Kobold und der musste immer klettern und kraxen. Das war so herrlich. Ey, das sind die Pen and Paper Sachen, die musst du dir unbedingt mal angucken. Da lachst du dich tot. Das ist so gut. Steffi fragt, werdet ihr bis 22 Uhr fertig? Wir sind jetzt gleich fertig, Steffi. Ja, wir sind gleich fertig, aber ich möchte dann ganz gerne noch was essen. Ja. Ja, mit dem Michi, hattest du das eigentlich mal gesehen? Ich habe mit dem Michael Obermeier ja auch mal ein Video gemacht. Ja, das war, ja. Die bayerische Challenge. Ist schon ein bisschen das her, stimmt. Aber ja. Brezner. Brezner, das ist so gut. Das ist das, wo sie hier Beamte sind. Wie heißt denn das Pen & Paper noch? Deutschland. Ablage C heißt das genau. Ja, da habe ich auch von gesehen. Ja, genau. Ja, und da ist dann halt, ja, also Daniel spricht halt wirklich so einen richtig so einen eingefleischten Bayerer. Oder, weil er heißt eigentlich mit Nachnamen Brezner. Und alle sprechen ihn aber in die ganze Zeit absichtlich falsch aus. Und er dann immer nur, Brezner, Brezner, das ist so gut, weil er die immer verbessern ist. Brezner, das ist geil, das ist richtig gut. Oh, Kapitel 6, Schlüssel zur Vergangenheit. Oh, ein neues Kapitel. Oh, das sieht ein bisschen hier nach Folterung aus, das ist nicht so nett. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah. Kommen wir hier in so ein richtiges Schloss oder so rein? Oder so ein ja, vielleicht eher so eine Burg. Eine Burg. Return to Castle, Burgenstein und so. Wolfenstein. Ja. Okay, aber ist noch kein Typi da. Ja, das hätte ich noch tatsächlich cool gefunden, also ich persönlich, wenn man hier noch zumindest die Option gehabt hätte, so ein bisschen schleichen zu können oder so. Aber das ist so richtig, man kann langsam gehen, aber man kann halt nicht schleichen. Langsam mal wieder ein neuer Part, der ist ja schon etwas länger jetzt. Meinst du jetzt von dem Let's Play? Ja, das lag halt daran, dass weil meine PlayStation 4 kaputt war. Aber das weißt du doch auch, du hattest doch auf den Post reagiert, glaube ich. Starkiller. Alex, bist du noch da? Ja, natürlich bin ich da. Ich habe nur gerade mitgelesen und ich glaube, er meint eigentlich nur, dass wir, dass der Part an sich jetzt gerade etwas lang ist, aber du schneidest es ja in zwei. Richtig, ja. Ich glaube, das war gemeint. Aber ich weiß es auch jetzt nicht genau. Ich bin noch da. Doch, doch. Ich bin sehr aufmerksam. Das freut mich. Oh, so schön draußen, ne? Ach Mensch. Herrlich. Müssten wir jetzt nicht auch zu den Fenstern kommen, irgendwann, wo Elena auch stand? Oder weiß ich nicht. Ich überlege gerade, wo sie überhaupt stand. Am Fenster. Achso, ja, da. Ja, ne? Oh, da hinten leuchtet was.
Hast du mal in deinem Leben eigentlich Herr Je gesagt? Herr Je, also zumindest jetzt nicht. Ist das in deinem aktiven Sprachgebrauch? So aus dem Affekt heraus nicht. Aber ich kenne das schon, dass man das. Oder ja, Herr Jemine. Klingt wie ein bisschen wie Inomine, ne? Herr Jemine vielleicht noch eher, aber auch dann eher so aus Spaß. Und nicht, weil ich das so in Fleisch und Blut habe. Ja. Sowas wie, ich weiß nicht, kennst du Simon? Ich war mir gerade gar nicht sicher. Ja, Simon kenn ich. Der nach der Hochzeit, wo wir froh waren und nicht wussten, ob er noch heile nach Hause findet zu Fuß. Genau, der. Und der hat früher in unserer Jugend immer ganz gerne so aus Spaß Heureka gesagt. Heureka, auch schön. Das fand ich immer geil. Heureka. Weißt du, wo ich mal wieder... Wenn er sich gefreut hat oder so. Heureka. Weißt du, wo ich mal wieder Bock drauf hätte? Wenn wir mit dem Simon mal wieder Peggle spielen. Ach ja, der nimmt immer den... Was war das eigentlich für ein Tier? Den Hasen. Den Zauberhasen. Immer, ja. Das war geil. Ich zeig dir mal einen Zauberhasen. Ja. Oh, das klingt ein bisschen fies. Ach. Das sieht hier wieder sehr nach Kampfarena aus. Hey, ich bin gar nicht rausgelaufen. Was kann in dem Turm so wichtig sein? Wow, verdammter Mist. Ja, danke, Nate, dass du einfach mal rausgelaufen bist. Damit kommst du nicht davon. Zeig mir deinen Kopf. Oh. Nein, du sollst dich nicht... Nate! Würde Nate nicht hochspringen! Würde Nate... Oh, bitte was? Lass mich doch mal ausreden! Würde Nate jetzt Herbert heißen, würde er sich jetzt zurecht fragen, was soll das? Halte den auf! Puh, tot. Ja, es stimmt. Weil Steffi ist der Meinung, wir müssten zum Abschluss nochmal Udo und Herbert raushängen lassen. Aber mir fällt das muss schon irgendwie passen, finde ich. Das ist ja, das ist halt das Problem. Ja. Andererseits sagt der eine ganze Folge Spyro 2 als Marcel Reich-Ranitzky aufgenommen hat. Das fand ich sehr, sehr geil. Und vor allem fand ich es geil, dass du die Stimme da wieder für die Eule genommen hast bei Pumpkin Jack. Ja. Das fand ich sehr gut. Okay. So, sonst noch jemand hier aus Verkauf oder was ist hier los? Bist du jetzt wieder in dem alten Bereich? Ist ein neuer. Nee, ist neuer. Hätte ich hier drauf schießen können und dann. Okay, ich kann auf den Benzinkanister schießen, aber es bringt leider nichts. Ja, der kann ja theoretisch auch leer sein. Nein, das ist nicht möglich. Doch, das ist theoretisch denkbar. Ach schön, ich liebe es. Ist hier im Auto vielleicht ein Schatz versteckt? Oh nee, aber Nate hat irgendwie... Oh Nate! Ja, Nate tanzt irgendwie so ein bisschen gerade Polga. Was ich ihm zugestehen möchte... Polga, mit G. Polga. Das ist die Olga, die gerne Polka tanzt, das ist die Polga. Die Polga. Ja, Nate macht hier gerade ein bisschen Stepptanz. Ich würde sagen... Ja. Wir speichern mal, denn das war nämlich unsere heutige Aufnahme. Ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, kann ich nur so zurückgeben. Du bist, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne, wenn du möchtest, auch bei Uncharted 2 und so weiter und so fort wieder dabei. Cool. Gerne, danke. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auf den Chat auch mitgeachtet hast, so ein bisschen für mich stellvertretend heute. Das fand ich sehr, sehr nett. Ich hoffe, es war für den Chat nicht anstrengend, dass wir jetzt die ganze Zeit Blödsinn gelabert haben, aber das muss halt sein. Das sind halt typische Gastkommentator-Sessions, das ist halt immer so. Hätte ich vielleicht vorher noch ansprechen können, aber ja, ihr habt es jetzt ja selber gemerkt. Aber wie gesagt, ne, der Alex ist ein super netter, ihr könnt ihm auch sehr, sehr, sehr gerne folgen auf YouTube. Er macht ja auch... Das dürft ihr natürlich sehr gerne machen und ihr dürft auch gerne Freitag in den Stream reinschalten, weil da werden wir auch Uncharted spielen, aber den dritten Teil. Das ist richtig. Und ja, ich würde sagen, damit habe ich hier unten alles eingesammelt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo der letzte... Also ich habe jetzt zwar manuell gespeichert, aber ich habe schon rausgefunden, dass das halt dann nicht exakt immer da ist, wo wir auch wieder starten. Nee, eigentlich, der startet immer am automatischen Speicherpunkt. Richtig. Weil das manuelle Speichern, das kannst du dir eigentlich schenken. Ich weiß nicht, was das soll. Ja. Ich hoffe halt, dass wir beim nächsten Mal nicht vielleicht nochmal die Typis wieder besiegen müssen. Ich denke mal, dass danach vielleicht ein Speicherstand war. Ja. Oh, eine Nachricht wurde vom Bot gelöscht.
Oh, du hast Caps geschrieben, das war das Problem. Entschuldigung, Me und Me, das war der Bot, der zugeschlagen hat. Das war jetzt nicht, warte mal, so. Das war jetzt nicht meine Schuld oder so. Ja, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das Spiel macht nach wie vor super viel Spaß. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Session. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt technisch hier wieder problemlos aufnehmen können. Ich sag's nicht zu laut, aber ich hoffe mal, es bleibt alles reibungslos. Ja, folgt dem Alex, wie gesagt, liebend gerne. Alex Flattermann 85, seht ihr auch wahrscheinlich im Folgentitel. Und dann würde ich sagen, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Dave. Und ich bedanke mich auch nochmal bei allen und bei dir natürlich, dass ich dabei sein durfte und hoffe, dass wir uns dann irgendwann mal wiedersehen. Und ich freue mich auch auf die nächste Folge beim Dave. In diesem Sinne, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal. Läuft. Theoretisch denkbar.